Ja, weiter geht's mit einer neuen Folge Far Cry 6. Wir machen die nächste Mission und zwar müssen wir hier zu Bembas Truck hin. Und der ist nämlich da in der Nähe. Ja, und natürlich auch ein riesen Dankeschön an die neuen Abonnenten, die auf diesem Kanal im Moment explodiert es gerade. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch ein Dankeschön für die letzten Bewertungen auf das letzte Video. Hat mich natürlich gefreut. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Jeden Tag um 10 Uhr kommt eine neue Far Cry-Folge. Würde ich sagen, öffnen wir jetzt mal den Fallschirm und let's go. Hallo Hühnchen, ich würde gerne vorbei, danke. Ich glaube, wir sollten hier mal die Waffen wegstecken, oder? Yes. Also hier ist Bembas Truck, da sollten wir die Flüchtlinge. Geht das allen gut da hinten? Si. Vamos. Dann los. Wohin? Okay, ich bin im Truck. Das Boot wartet. Beschädige die Ware nicht. Das Ware? Das ist ein Laster voller Menschen. Nein, Danny. Das ist ein Laster voller Geld. Und zwar mein Geld. Okay, wir haben nur 2 Minuten 18. Wir sind hier zum Hafen. Let's go. Ja, das sollten wir hinbekommen. Keine Eile. Wir sollten auf jeden Fall keine Aufmerksamkeit an den Soldaten bekommen. Dann müsste das alles passen. Pass auf, da sind Soldaten. Aber die sehen mich nicht. Da unten ist der Hafen. Die sind da. Zeitlimit war okay. Let's go. Papiere. Habe ich vergessen. Es ist so heiß heute. Mein Hirn schmilzt. Raus. Los. Die ist gesichert. Eindringling! Oh nein, ehrlich jetzt. Chicharra! Kein Alarm. Der Gockel. Der B ist hoffentlich hier. Der Gockel. Wir haben hier noch irgendeinen. Scheißdreck! Irgendeine Truhe, die ich jetzt hier auf jeden Fall nehmen werde. Fahre an die Docks. Oh, das ist knapp. Wir sollen die Ware ja nicht beschädigen, ne? Das stand da. Machen wir auch nicht. Nice, wir sind da. Du machst wunderbare Arbeit. Sicher werden unsere Freunde das zu schätzen wissen. Ah, Momento, amigos. Hier ist nicht eure Haltestelle. Was zum... die nicht? Geschäftsausgaben. Was soll denn das heißen? Mein Talent ist der Handel, Rojas. Warum überlässt du dir nicht mir und konzentrierst dich auf dich? Lauf zurück und sag Paolo, dass er gehen darf. Vaya con Dios. Oh ja, Menschenhandel, Menschenhandel. So ist das. Leider ein böses Geschäft. Paolo, gute Neuigkeiten. Du bist beim B los.
Das waren echt üble Schulden. Gracias, Danny. Aber das bleibt unter uns. Talia hasst alles, wofür Ben B steht. Ich schulde dir was. Aber Talia und ich werden nach wie vor von dieser Insel fliehen. Ja. Dann flieht von dieser Insel, wenn ich unbedingt sagen muss. So, nächste Mission. Wir gucken einmal kurz. Arsenal. Wir haben eine neue Waffe. Und zwar eine neue Pumpgun. Eine abgesägte. Ja. So, als nächstes geht's dann mit einer nächsten Dreier-Mission und die ist hier. Den werden wir jetzt als nächstes sichern. Und zwar ist das wo? Der hier oben. Das bedeutet, wir machen jetzt hier eine Schnellreise hin, würde ich sagen, und gehen von da aus dann zu Fuß und versuchen, diesen Platz einzunehmen. Wie gesagt, wir machen jetzt erstes die ganzen Dreier-Missionen. Was weißt du? Es gibt einen Kontrollpunkt, der bisher jeden unserer Angriffe abgewehrt hat. Zerstörst du den für uns? Gracias. Und noch ein Kontrollpunkt mehr und wir müssen jetzt, warte mal, Karte. Notizbuch. Welcher Kontrollpunkt ist denn das? Ach, der, okay. In Malaga. Gut, wir müssen jetzt aber in Valle de Tarbaco. Und das müsste der hier sein, ne? Ja. Benzin mitnehmen. Let's go. Und es regnet. Okay, let's go. Wingsuit versuchen wir. Falschen öffnen. Und hier hätten wir sogar noch was. Einsammeln. Sturmgewehr Muni, wichtig. So. Und ja, dann laufen wir jetzt erstmal mit dem Gockel hier durch die Wälder. Ja, das war halt der nächste Plan, den ich machen konnte. Also der nächste Standort. Hilfe! Por favor! Hilfe! Was haben wir hier noch? Irgendein Informant? Gib mir mal Infos, Bruder. Was gibt's? Kennst du Senja schon? Sie ist eine der besten Künstlerinnen Yaras. Ihr zwei würdet euch sicher gut verstehen. Wirst schon sehen, was ich meine. Das weiß ich zu schätzen. Yaranas Geschichte. Eine neue Schatzsuche. Ja. Kann man machen. Aber es gibt halt nur Waffen, die wir eh nicht benutzen. Eigentlich. Also ich benutze sie, um euch das ein bisschen die Vielfalt zu zeigen. Aber so richtig braucht man sie nicht. Also diese Pistole, die wir am Anfang bekommen haben, ist schon richtig OP. Das ist halt schon krass, ne? So, was hast du jetzt? So, ich muss jetzt hier einmal das Lager einnehmen. Ich box dich einfach tot. Mitnehmen. Wo ist denn hier so eine... Hä? Nein, da wollte ich gar nicht ran. Wo ist denn die Kiste? Ah, hier. Einmal Schießpulver. Und hier hätten wir auch noch ein bisschen Teile mitnehmen. Und wir haben hier noch... Gab jetzt eine AKM. Die können wir jetzt noch mal ausprobieren. Komm, let's go. Für die hier, die AKM. Die macht auf jeden Fall. Oh, die scheint besser zu sein.
Die probieren wir dann gleich mal aus. Was? Was hat die für eine Iron-Zeit? Ja. 30 Schuss. Ja. Okay, let's go. Das sollte hier eigentlich auch ein Kinderspiel werden. Setzen wir auf jeden Fall jetzt erstmal den Supremo ein. Das ist nämlich das Hauptding. Let's go. Gibt's hier eigentlich noch jemand? MG60, skippen wir aus Call of Duty Warzone. Kann ich jetzt hier eigentlich in den Panzer steigen oder? Das war einfach. Einfach in den Panzer gestiegen. Oh Mann, ey. Das sind halt die typischen Far Cry-Animationen, ne? Gut, das hätten wir. Und hier haben wir noch ein bisschen Informationen. Das hätten wir. Die haben wir noch mal Informationen. Mink, Mink. Oh, hört dieser. Meine Ruhe oder immer noch nicht. So, wo ist jetzt hier die Quest? Danke. Hola. Hola. In der Tabakfabrik Castillo Señorial gibt es wichtige Infos. Sieh dir das mal an, aber pass auf, da wimmelt es von Soldaten. Gracias, gracias. Gut. Noch ein militärisches Ziel, was wir gleich. Wir haben jetzt ein neues MG, das MG 60. Macht natürlich mehr Schaden, ist ja auch klar beim MG. So, also. Haben wir jetzt hier noch eine Stufe 3. Ja, die hier. Das liegt auch in der Nähe. Das werden wir jetzt gleich noch.
Da werden wir jetzt aber, würde ich sagen, mit dem Panzer ranfahren, oder? Let's go. Mit dem Panzer in die Militärbasis. Hallo? Kann ich nicht fahren? Doch. Ich muss mich erstmal drehen. Ich fahr jetzt doch rückwärts, ne? Okay, warte mal. Irgendwie... Mit dem Panzer in die... zu lang. Ja, das scheint aber... Wir haben halt keine Muni, ne? Wir haben keine Muni und das scheint hier ein bisschen größer zu sein. Da geht's rein. Gehen wir hier wieder raus, Schießpulver einmal hergestellt bzw. bekommen. So, und jetzt geht's zu diesem Lager. Das sagt die Folge. Ja, 17 Minuten, das sollten wir eigentlich schaffen. Ne? Das Ding ist, wir brauchen halt Muni, also... Und dann nehmen wir die Sniper. Denn wenn ich eins kann, ist es Snipen, richtig. Würde ich sagen, gehen wir hier rauf. Clara, ich glaube, ich bin gleich an der Tabakverpackungsanlage. Da könnte es etwas Sicheres geben. Schau mal, ob du drei Computer findest. Vielleicht finden wir ein paar gute Informationen. Cool, nehme ich jetzt dein IT-Fuzzi oder was? Wir haben einen Schatz. What the hell? Wieso sterbe ich bei diesem Sprung? Okay, also wir halten vom Sprung her überhaupt nichts aus. Schade. Schade. Nochmal das Ganze. Clara, ich glaube, ich bin gleich an der Tabakverpackungsanlage. Ja, okay, war... Okay, nee, war doch ein bisschen hoch. Okay, Entschuldigung. Nochmal das Ganze, let's go. Also den hier als erstes. Und dann hatten wir den hier. Sunny. Sunny im Einsatz. Thank you.
Woher wissen die, wo ich bin? Das frage ich mich, ne? Wo bist du denn da? Pass bloß auf dann. Durcheinander, Alter. Das ist so lustig. Brennt in der Hölle. Soldatus nähert sich auf der Straße. Sie können jede Minute bei dir sein. Ganz wichtig. Medizin. Geschafft. 23 Minuten geht die Folge. Ist doch gut. Let's go, Leute. Dann würde ich sagen, ist die Folge jetzt auch vorbei. Lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich natürlich freuen. Das haben wir noch schnell mitgenommen und jetzt noch schnell die Informationen rauslocken. Ich bin neu? Alter, ich habe hier die Basis erobert. Ich bin neu, sagt er. Also Kumpel, wenn dir jemand neu ist, dann du. Du hast ja gar keine Ahnung. Du bist kein Montero. Also ich werde jetzt noch einmal kurz die Infos hier von ihm ablocken und dann ist die Folge vorbei. Wanna. Voila. Wanna. Muss ich denn jetzt hier? So, Kumpel. Komm mal her! Ja. Was ist das für mich? Die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet. Das gefällt uns gar nicht. Kümmere dich darum, damit wir wieder unsere Ruhe haben. Danke. Mach ich. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.